Tja, das ist ja gut mit so einem Geodreieck, weil jetzt kann ich da kontrollieren, da sind die beiden 45-Grad-Linien, geht genau durch die Mitte, dann zeichne ich mir das auch ein. Und das gleiche geht jetzt da, da habe ich sogar die dreifache Kontrolle, nämlich die 45-Grad-Linien und den rechten Winkel. Wieder gewonnen. Wir brauchen aber noch ein paar Linien da drinnen und die kriege ich jetzt am besten so zusammen, dass sie mir das Geodreieck da genau so herlegt, dass der Nuller vom Lineal genau da in der Mitte ist. Dann haben wir da das Lineal und jetzt fangen da meine Winkel an. Gell? Das heißt, das kann jeder machen. 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad, da mache ich mal Markierung. 2 mal 15 ist 30. 30 und 15 ist 45, die haben wir schon. 45, 55, 60, 75 und ganz oben. Die brauchen wir auch nicht, weil die haben wir ja schon. Ja, und das zeichnen wir jetzt da ein. So, durch die Mitte. Ja, also, so. Durch die Mitte, durch. Durch die Mitte und dann noch durch die Mitte. Ja, und jetzt brauche ich die da herüben auch noch. Und da sieht man schon, da tue ich mir ein bisschen schwer da herunten. Ich tue mir aber auch da herüben, da ein bisschen schwer da herunten. Ich mache das jetzt ganz einfach so. Ich nehme jetzt wieder die 90-Grad-Linie und wenn ich die genau auf diese Linie anlege, dann habe ich da den rechten Winkel und wenn ich es jetzt auf die nächste Linie anlege, da auf die da, dann habe ich da den rechten Winkel. Nächste Linie. Die brauchen wir nicht. Dann nehmen wir diese Linie. So, und da haben wir gleich ein bisschen geübt. Winkel zeichnen, normalen zeichnen. So, fast schon fertig. Jetzt müssen wir das noch richtig beschriften. Gell? Leicht fällt es mir, da ist 12. Und dass wir das richtig machen, da ist 11. Da ist 10, da ist 9, 8, 7, 6. Mehr brauchen wir noch nicht. Und da ist 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mit der Sommerzeit wird es dann ein bisschen anders, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt schneiden wir das einfach aus. Jetzt muss ich eigentlich nur mehr da genau in die Mitte einbohren, gell? Mein Taschenmesser, so ein Spitzteil da drauf. Das geht vielleicht mit einer Gabel oder so auch. Ja, manche kommen jetzt auf die Idee und setzen da an und halten da hinten mit dem Finger dagegen und stechen dann durch. Halte jetzt nicht für eine gute Idee. Ich setze das da an. Dann halte ich die Finger da so beieinander. Drehe da ein bisschen. Und schon sind wir durch. Weil das Loch muss ja nur so groß sein, dass ich da mit meinem Spießchen da durchkommen. So. Schon haben wir die Sonne wieder fertig. Und damit es jetzt so funktioniert, wie wir es gerne haben wollen, müssen wir da jetzt unser rechtwinkliges Dreieck montieren. Und zwar so, ja. Erstens
Da, wo 12 steht, das ist der Teil, der dann am Boden sein muss. Ja. Die Maße habe ich da aufgeschrieben. Nicht umsonst. Da steht auf einem 50 oben. Und das 50 ist jetzt genau der Teil, der da drunter reinkommt. Und den müssen wir da jetzt ankleben. Geht auch wieder ganz leicht. Ich nehme da 50. Und den klebe ich jetzt da unten drunter. Hoppla. Das sollte schon reichen. So, und jetzt brauchen wir nur den Spieß da einschieben. Und ich schaue halt einfach dann, da steht es ein bisschen drüber. Und so viel, dass es da drüber stehen. Jetzt muss ich doch glatt noch ein Dixer holen, sonst hat das nicht hin. Ich nehme also da einen Dixer-Streifen. Kleben wir den Spieß da fest. Genau in der Mitte. So. Zieht man das? Der kleine Überstand ist gleich groß wie der da hinten. Und wenn ich das jetzt so hinstelle, dann hat sie die richtige Neigung für da bei uns. Und das werden wir dann so hinstellen. Ja, Pauli. Na, das ist ja super. So kann ich das jetzt nicht erklären. Du erklärst es auch fein.